Und da geht es weiter mit einem weiteren oder neuen CSGO Overwatch. Heute mal ohne Facecam, weil ich recht frisch aufgestanden bin und aussehe wie ein Häufchen Elend. Und darum habe ich die Facecam jetzt einfach mal weggelassen und nicht alte Schlitzohr. Ah, ja. Man muss einfach immer schon hassen, weißt du? Das Game muss laufen. So, Warm-up. Hört doch auf, euch anzuschießen, also wirklich, Männer. Bis jetzt kann man nicht viel erkennen. Das ist schon mal was Neues, dass wir nicht direkt im Warm-up irgendwelche ultra-wahnsinnigen, abgefuckten Hardcore-Shots haben. Wir gucken mal weiter. Es sah gerade eben nur irgendwie merkwürdig aus. Vielleicht hat es auch kurz geleckt. Das ist einfach nach so einem Ruckler aus. Und auf einmal zieht er von rechts nach links so flupp auf den Kopf und haut ihn weg. Er ist auch so komisch weggeflogen. Also, ja. Ich wollte kurz nach, oder hab eben kurz nach dem Ping geschaut. Der ist recht hoch. Daran könnte es gelegen haben. An seinem Hä-Pä. Na, schauen wir mal weiter rein. Die Gegner haben recht normale Pings. Oh. Das sah jetzt auch sehr merkwürdig aus. Könnte auch am... Ja, er hat einen extrem hohen Ping. Hier haben wir auf jeden Fall mit Störungen zu rechnen. Mit visuellen Störungen jetzt hier für uns. Und das könnte auch bereits der Grund sein, warum er reported wurde. Weil er so einen hohen Ping hat. Es gibt Leute, die reporten dann. Ich finde, einen hohen Ping kann man reporten, wenn er... Schwierig. Ist echt schwierig, weil man kann ja nichts für seinen hohen Ping. Wenn man aber schon im Vorfeld diesen hohen Ping hatte, ich weiß nicht, ich glaube gerade eben hat er ihn auch nicht gehabt, dann ist es ja nicht so schlimm, weil wenn das währenddessen passiert, was kann... Wow. Was kann man dann dafür, wenn auf einmal halt der Provider Scheiße macht oder Leute, die bei einem Haus wohnen, meinen jetzt 80.000 Terabyte Pornos runterladen zu müssen, dann ist man da irgendwie... Da kann man da nichts machen. Natürlich fuckt es echt ab, wenn man dann mit jemandem spielen muss, der High Ping hat und deswegen ultra verkackt. Er drückt ja echt wahnsinnige Headshots. Das sieht nicht normal aus. Also er aimt so ein bisschen auf ihn drauf, dann ist er immer auf dem Kopf. Ich glaube, da ist ein Aim Assist dann noch zusätzlich zu dem hohen Ping am Start. Vielleicht hat er auch einfach einen Fake Ping. Wer ist Fake Lag? Wobei man das doch sehen würde, oder? Ich meine, die letzten paar Fake Lags, die ich vermutet habe, die konnte ich sehen. Also auf der Karte sowie auch hier im Spiel habe ich gespürt oder gesehen, dass jemand einen Fake Lag hat. Hier ist es nicht der Fall, aber ich glaube, ich weiß schon, was los ist. Die Headshots sehen doch ziemlich saftig aus. Zu saftig. Für diesen kleinen Herren. Achtung! Okay. Wunderbares Beispiel. Das war jetzt ja echt retarded, was er da getrieben hat. Und da... Ich habe jetzt sogar eben noch kurz sagen wollen, vielleicht guckt er auch so ein bisschen durch die Wand, aber dann hat er echt genau dann gerade weggeguckt, als der andere gekommen wäre, um dann nach links zu schauen, zu dem der durchgerannt ist. Aha, mit der Degel. Okay, mit der Degel geht sowas auf jeden Fall mal rein. Ihr wisst, die schießt gerne auch mal in eine andere Richtung. Aber alles andere wirkt zu merkwürdig. Viele schreiben mir, mach langsam. Andere schreiben mir, mach nicht langsam. Ich finde es gleichermaßen... Also ich finde es ab und an nicht schlecht, wenn man langsam schaltet. Aber manche Shots sehen dann dadurch halt einfach unlegit oder legit aus. Im wahren oder richtigen Betrieb kann man das irgendwie besser sehen. Da ist doch irgendwas im Busch bei dem, oder? Also er reagiert wie ein Faultier. Einer rennt durch und er macht nichts. Wow. Einer rennt durch und er reagiert überhaupt nicht. Er schießt nicht. Und dann macht flupp und dann hat er den Headshot drin. Also ich meine, dass da ein Aim Assist am Start ist. Ja. Wir gucken mal weiter. Ich guck gleich mal in die Stats rein, sobald die nächste Runde beginnt. Hier ist jetzt niemand. Vielleicht hat er halt auch so ein bisschen ein Wallhack, dass er so etwas durch die Wände schaut. Aber dafür reagiert er, also vielleicht hat er einen Wallhack und er reagiert einfach sehr langsam, weil er ein langsamer Mensch ist. Also das ist wahrscheinlich einfach ein schlechter Kerl. Obwohl das Crosshair-Placement jetzt ja gerade akut mittelprächtig ist. Also es hält sich in Grenzen. Er guckt zumindest nicht komplett auf den Boden. Aber es könnte trotzdem vielleicht minimal mehr... Ich weiß auch nicht. Ist gar nicht so einfach der Fall. Irgendwie ist es doch klar, ne? Ich meine Aimbot. Aber dann wiederum... Aber habt ihr es eben gesehen, wie die Leiche geflogen ist? Es könnte auch echt an diesem hohen Ping liegen, dass es so komisch aussieht. Die Leiche... Er hat ziemlich gerade auf ihn drauf geschossen und es sah so aus, als hätte die Leiche... Sie war ja... Also als wenn der Kerl, der stand ungefähr hier so... Wupp, nach da drüben zieht, um wegzufallen. Also... Ah... Ich weiß nicht, ich hatte noch nie einen High-Ping-Fall im Overwatch. Das passt ja gerade, weil ich gerade gestern in diesem Overwatch ja... es hieß ja sogar irgendwas mit High-Ping, glaube ich. Das wird jetzt heute wahrscheinlich ähnlich heißen. Aber wir haben tatsächlich diesmal einen High-Ping-Menschen am Start. Macht er da jetzt... Kann es sein, dass der überhaupt nicht cheatet und dass es nur der Ping ist, der uns gerade so durcheinander bringt?
weil seine Shots sehen wahnsinnig aus. Also es kommt jemand und es vergeht bald eine halbe Sekunde bis Sekunde, bis er dann mal reagiert und dann macht so Flupp und dann ist der Headshot direkt drin. Es kann sein, dass es am Pingel liegt und deswegen so aussieht. Aber er hat halt doch eine recht hohe Headshot-Quote, ne? Nee, also ich denke, ich muss ihm da einen Aim-Assist drücken. Er haut ja echt... Aber trotzdem ist er auch gar nicht... Ich muss jetzt mal genau darauf achten, wie er abaimt. Vielleicht ist es auch einfach ein sehr, sehr guter Spieler, der halt einen hohen Ping hat. Ah! Mann, das ist echt schwierig jetzt. Das ist wirklich... Das ist tricky. Ist der Ping mittlerweile wieder unten? Nee. Also bei einem 100-plus-Ping, da kann sowas echt sein, dass es daran liegt, dass es so für uns so merkwürdig aussieht. Man sieht es halt einfach an den Leichen. Die fliegen ab und an dann echt komisch weg. So, als wenn der Schuss eigentlich gar nicht richtig aus dieser Richtung gezählt hätte, aus der wir den Schuss gesehen haben. Und dann kann auch dieses komische Ruckeln dazu führen, dass es so aussieht, als wenn er hier voll die Aim-Geschichte am Start hätte. Guck mal, das gerade eben. Er hat den ersten gekillt und hat dann so komisch nach rechts geruckelt. Weil er wirklich leckt. Jetzt bin ich mir gerade überhaupt gar nicht mehr sicher. Und diese Sprays, die sind lächerlich. Die sind wirklich lächerlich. Ne, wisst ihr was? Ich glaube, genau deswegen drücke ich ihm den Aim Assist. Also, er kann mir nicht erzählen, dass er mit der Diegel drückt wie ein Gott. Und dann seine Sprays so setzt, wie er diese zwei Sprays eben gesetzt hat, die letzten beiden Runden. Ich drücke ihm den Aim Assist, weil die Headshots kriegt er mit dem beschissenen Aiming bestimmt nicht hin. Ich meine, es kommt ein Gegner, der auf seinen Mate schießt. Das heißt, er hat genug Zeit, richtig hinzuaimen, weil er gar nicht in Sichtweite ist. Oder er ist vielleicht im Sichtfeld, aber wirklich nur peripher. Und er kniet sich hin und sprayt drauf wie ein Silber. Nee. Also ich drücke ihm jetzt hier den Aim Assist, auch wenn er geleckt hat und hin und her. Aber diese Headshots kombiniert mit dem dann doch sehr, sehr schlechten Geballere mit den normalen Waffen, ducken und runter auf die Füße sprayen, da kann er mir nicht erzählen, dass er mit der Diegel auf einmal die Gottheit in Person ist. So, mein Freund, so nicht. Aber trotzdem würde es mich sehr interessieren, wie es sich denn verhält. Also ob da jemand Erfahrung hat oder weiß, wie es ist, wenn es so hart leckt. Könnte sowas aussehen wie Cheats bei den Schüssen? Weil wir diese paar Stücke, die er dann auch vielleicht los hat, die fallen weg und dann ist nur noch der letztendliche Kill da. Und wir sehen nicht, wie es zum Kill kam. Und die Ragdoll, die Puppe des Toten, dann praktisch der Körper, der wird zwar geradeaus getroffen von unserer Sicht aus, aber wurde... kurz davor von links gekillt, sozusagen, so leicht angedrallt oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Wäre mal sehr interessant, das zu erfahren. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne auf den Daumen drücken. Das hält auch die Gesundheit frisch. Macht's gut. Ciao, ciao.